Hallo, my darlings. Willkommen bei Dr. Slim Low Carb Factory. Das ist eine ganz kurze Geschichte, kurze Gedichte, kurze Gerichte hier bei Dr. Slim. Heute gibt's Surf and Turf Frikadellen. Also das ist schon ein bisschen Carnivore heute. Vegetarische Alternative gibt's da nicht. Aber es gibt einen Gurken-Nudelsalat dazu und ein bisschen ein Joghurt-Dip. Eine ganz schlanke Sache, die auch ruckzuckzucks geht. Mal was Neues. Ich habe dazu Matjes-Filet in meinem Kühlschrank gefunden und ich habe Rinderhackfleisch und Babys, lasst uns jetzt hier ganz schnell auf die Frikadellen konzentrieren und wenn ihr wollt, werdet Teil der Community, ich würde mich freuen, let's dig in. Was brauchen wir dazu? Wir machen zuerst unsere Hackfleischmasse. Die braten wir ein bisschen an, hier mit Rama nachher diese Frikadellen. Und dazu habe ich hier 100 Gramm von dem Matjes schon mal hier klein geschnitten. Das geht rein in die Frikadellen. Was brauchen wir noch? Wir haben hier klein geschnittene Zwiebelchen, die geben wir rein. Ich habe hier üppig Petersilie und Schnittlauch, die geben wir auch hier schön rein. Dann habe ich ein Ei und ein Ei klar. Das Eigelb brauchen wir gleich noch für unsere leckere Füllung, die wir machen. Dann gibt es ein bisschen Senf rein. Das ist immer gut. Und noch Schnittlauch. Das wird eine kräuterige Explosion. Dann salzen wir das Ganze ein bisschen. Nicht zu viel, der Matjes bringt ja auch was mit. Dann habe ich hier Liquid Smoke, da geben wir auch ein bisschen rein, da brauchen wir gar nicht viel. Ihr könnt auch Rauchsalz nehmen, was ihr an Raucharomen habt oder meinen tollen geräucherten Paprika, geht auch rein. Dann noch etwas vom schwarzen Pfeffer und hier, weil es so schön ist, ein paar rosa oder rote Beeren. Das heißt, es sind Beeren, es ist eigentlich kein Pfeffer, nennt sich aber roter Pfeffer. Und dann habe ich hier meine neueste Entdeckung, Kartoffelfasern. Die könnt ihr zum Binden nehmen. Das ist wunderbar. Dann braucht mir kein Paniermehl, nichts. Eine Sensation. Was machen wir? Wir gehen hier mal ohne Ring. Gehen wir hier durch diese Masse durch und vermengen das Ganze. Und ihr seht dann schon, wie flüssig das ist oder wie kompakt. Wir lassen die sowieso gleich noch ein bisschen ruhen. Aber das sieht schon ganz gut aus. Da gebe ich mir jetzt ein bisschen von diesen Kartoffelflocken dazu. Schaut mal, die haben eine unglaubliche Wasserbindungskraft und schmecken so ein bisschen nach Kartoffel. Also man merkt es eigentlich fast gar nicht. Aber schaut mal, und schon haben wir eine tolle Bindung. Nur mit ein paar Grämmchen von den Kartoffelfasern. Den gibt es im Low Carb Shop. Ich verlinke euch das. Das ist wirklich sensationell. So, unsere Masse ist schon soweit fertig. Dann können wir uns um die Füllung kümmern. So, jetzt guckt mal, meine Häschen. Wir machen uns jetzt eine Füllung, und zwar heißt es eine Farce, eine Fischfarce. Ihr könnt übrigens auch andere Fischsorten nehmen. Ich habe den Matjes gerade da gehabt. Ihr könnt auch Kabeljau oder Steinbutt nehmen. Das tut sich nichts. Der Kabeljau bringt eben noch so ein bisschen dieses Gepökelte mit, was ja ganz toll ist. Wir haben hier dann schon fein geschnitten unsere Matjes. Die geben hier ein Schüsselchen rein. Dann geben wir ein Eigelb dazu. Dann etwas Salz. Dann habe ich hier einen wunderbaren Zitronenpfeffer. Oh, hat er nicht eine tolle Farbe. Und wir geben etwas Dill hier rein. Dann, um den Fischgeschmack etwas zu unterstützen, ein paar Spritzer von so einer thailändischen Fischsoße. Fisch liebt auch Zitrone, mit dem Zitronenpfeffer geben wir auch noch ein bisschen Zitrone hier rein. Und dann geben wir ein Schüsschen von diesmal Rama 15%ig oder 7%ig, was ihr eben da habt, nicht zu viel, und gehen da mit dem Zauberstab durch. Die
Alles sollte relativ kalt sein, der Fisch und die Sahne. Sonst könnte es gerinnen, aber ja, glaube ich nicht. Schon ist unsere Masse fertig. Ich finde jetzt noch ein bisschen flüssig. Das heißt, da gebe ich mir einfach hier jetzt, habe ich ein bisschen Mandelmehl. Wir können auch die Kartoffelfasern von vorher nehmen. Gebe ich mir ein bisschen Mandelmehl rein. Und schon ist es perfetto. Diese schöne Masse, die geben wir uns jetzt in den Spritzbeutel rein und tun sie dann in unsere Fleischküchle. Jetzt guckt mal, hier haben wir unsere wunderbare Masse, hier unser vorbereitete Farce, noch ein Spritzbeutelchen drin. Und wir machen uns jetzt so eine kleine Panade. Und zwar gebe ich hier ein bisschen von diesem Sesammehl hier rein. Das ist schon sehr schön aromatisch. Dann ein bisschen vom Mandelmehl. Guckt mal. Und hier noch ein bisschen Sesam, um das Ganze ein bisschen attraktiv zu machen. Das schütteln wir uns ein bisschen durch. Und jetzt machen wir unsere Fleischküchle. Und zwar gehen wir hier in so ein, naja, ihr könnt es auch von Hand machen, aber mit so einem, Kugelformer, Eisportionierer, geht es wirklich ganz gut. Und dann nehme ich mir hier meine Farce, gebe da ein bisschen hier rein. Guckt mal, so. Macht es wieder ein bisschen zu hier mit Hack. Und setze mir die ab. Das geht ganz, ganz fix. Und wir haben eine schöne Füllung innen drin. Eine kleine Überraschung. Und außen auch noch eben diese Mischung aus Fisch und Matjes. Gigantisch. So, setzen wir uns auch hier ab. Schaut mal, jetzt haben wir unsere Fleischküchle, unsere Fischbuletten. Die drücken wir etwas. Okay, und dann drehen wir sie um. Und schütteln wieder ein bisschen. Und dann machen wir noch die Enden zu, quasi hier. Drehen sie einmal so rum. Und die müssen wir schon ein bisschen mit Samthandschuhen anfassen, weil wir machen ja hier echt eine tolle Sterne-Leckerei. Die soll ganz fluffig werden. Und deswegen drücke ich es hier noch so ganz leicht ein bisschen, dass uns die Füllung innen drin auch schön in der Mitte bleibt, Kinders. Ja, das ist Low Carb at its best, isn't it? Jetzt schaut euch das an. Die Pfanne mit dem Rama brutzelt schon. Wenn das Brutzeln aufhört, dann sind wir ready, weil dann ist das ganze Wasser hier verdampft. Schaut mal, genau in der Sekunde. Unsere Küchle, die sind wunderbar geworden. Also seid nicht überrascht, die sind schon ein bisschen weich, aber wir wollen das so, dass sie schön saftig sind. Und wir geben sie jetzt einfach rein. Und da schüttelt ihr immer so ganz leicht. Und nimm natürlich eine gute Pfanne, dass eh nichts anhängt. Und schaut mal, wie das hier wieder passt. In die Mitte hat es auch noch Platz. Und da gehen wir jetzt schon auf gute Temperatur, damit sich da jetzt auch schöne Röstaromen entwickeln. Das erste Umdrehen ist am heikelsten. Aber schaut ihr, geht alles wunderbar. Und so schnell haben wir schon Röstaromen und Röststoffe hier. Jetzt braten wir die noch von der anderen Seite kurz an und dann sind wir auch schon fertig. Dann geht das Ganze in den Ofen, abgedeckt im kalten Ofen und wir lassen das langsam ziehen durch die Resthitze von der Pfanne. Jetzt schaut mal, da haben wir relativ viel Fett, deswegen setze ich die jetzt raus und tue sie wieder rein, nachdem das Fett ich abgegossen habe. So, und ab damit in den Ofen, abgedeckt
Und dann kann es auch schon schnabuliert werden. Ich freue mich. Und denkt daran, abonnieren nicht vergessen. Bye, bye.